erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute die Fische von Mitsukoshi. Schauen wir uns die besten von an. Hallo Stefan, wie war deine erste Konishi? Ikeage. Schön, neue Eindrücke gesammelt. Auf jeden Fall ein bisschen anders als das, was ich bisher gesehen habe. Was ist anders, interessiert mich jetzt. Du warst oft dabei, Nika, hat bei Ikeage auch oft, gell? Insgesamt mit Sicherheit schon 10, 15 Mal. Übertreiben tun wir es mal nicht. Erfahrene Abfische. Nö, das würde ich jetzt nicht sagen. Was machen wir hier anders als in Niigata? Ich sag mal, es geht bei euch ein bisschen technischer. In Niigata, ich weiß gar nicht, ob das da gemacht wird mit einem Dran zum Beispiel. Ich glaube, hier ist eine gute Arbeitserleichterung, weil es ist nun mal harte Arbeit. Das wissen, glaube ich, alle, die es schon mal gesehen haben. Und ja, finde ich eigentlich eine super Sache. Macht man sich nicht unnötig kaputt. Aber ich kann dir versprechen, aber auch hier haben die Menschen nur durch Schmerz gelernt. Als ich vor 20 Jahren das erste Mal bei einer Ikeage dabei war, egal an welchem Tag, haben die noch Tüten geschleppt und gemacht und getan. Ja. Und dann irgendwann hat man gemerkt, dass das sowas wie ein Kran erfunden wurde. Ja, das ist das Klassische, was ich jetzt kenne aus Niigata. Wobei die grundsätzliche Arbeit, das Wasser wird abgelassen, das Netz wird durchgezogen, die Fische werden aufgesammelt. So, Verhältnis Teichgröße zur Fischanzahl? Ich denke mal, zur Fischanzahl wird es ziemlich ähnlich sein. Die Teichgröße kommt mir hier jetzt größer vor. Allerdings, wir sind jetzt auch hier gerade auf einer recht großen Farm. Ja, ich war jetzt bei einer riesen Farm dabei. Wir sind gerade mal durch alle Glashäuser durchgeschlappt. Wie würdest du Konishi jetzt so gefühlt von der Größe einschätzen? Eher eine größere Farm oder eher eine Mikrofarm? Nee, schon eine größere Farm. Ja. Also sehen wir es eigentlich auch. Man weiß ja nie so ganz genau, wer ist wie groß, aber wir gehen eigentlich davon aus, dass Konishi eine der 10 größten Farmen in Japan ist. Also, ja. Also von dem, was ich bisher gesehen habe, kann ich das bestätigen. Ja. Und heute hat sich eines meiner großen Rätsel oder der großen Fragen, die ich mir hier seit vielen, vielen Jahren stelle, habe ich endlich eine Antwort drauf bekommen. Wir haben abgefischt. Sie haben es ja immer mal wieder gesehen. Wir haben ja immer Schildkröten, die wir abfischen. Ich mache hier mal zu, hier ist laut wie die Sau. Da sind ja immer wieder beim Abfischen Schildkröten dabei. Das ist einmal die Ishigame und einmal die Kusagame. Ishigame heißt Steinschildkröte, Kusagame ist die Grasschildkröte. Die eine frisst Gras, die andere Steine. Frisst sie nicht. Tim steht schon wieder hinten, wie so der Klassenbeste. Sie kennen den Typ, wo dann immer gleich streckt und sagt, nein, nein, nein. So, einmal den Witz nicht verstanden. Nein, nein, ich weiß was, ich weiß. Ohne Witz, ich glaube, wenn wir zusammen in der Schule gewesen wären, Tim und ich, wir wären nicht beste Freunde geworden. Aber heute dafür. Aber das hat jetzt auch wieder mit Tim zu tun. Und plötzlich die Kusagame, die grasfressende Schildkröte, die stinken zum Himmel. Kann man sich wirklich nicht vorstellen. Wenn die jetzt 5 Meter weg liegt, das riechen sie hier noch. Und ich frage mich, seit ungelogen 20 Jahren, wo ich das erste Mal diesen Geruch gerochen habe, habe ich mich gefragt, an was erinnert mich das? Heute bringen die diesen Korb mit Schildkröten hoch und plötzlich schreit einer, hier stinkt es nach Gras, nach Haschisch. Und mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Aber wie der geschrien hat, sehe ich schon, wie Tim losrennt und durch den Wald flitzt. Der ist gleich wieder panisch geworden, dass er zu der Teil von der Straftat wird, dass er zu Unrecht. Wirklich ganz, 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 ganz akkurater, linientreuer Mensch. Hast du das auch gerochen? Ja. Und das riecht voll nach Gras, gell? Ja. Also ich habe jetzt während dem Mittagessen schon die wildesten Gedanken, wenn man jetzt daheim eine Plantage macht, dann macht man vorne im Eingang macht man so einen Schildkrötenzug, dass wenn die Polizei kommt, dass man dann sagt, nee, nee, alles gut, das sind die Schildkröten, die so stinken. Da spart man sich komplett Filter, alles. Woher weiß ich das eigentlich, wie das geht? Naja. Also ich verspreche Ihnen, ich habe damit nichts am Hut, aber auch gar nichts. Und Sie denken gerade, er erzählt jetzt wieder Mist. Also, Schildkröte hin, Schildkröte her. Wir können das leider nur erzählen und nicht rüberbringen, aber ich habe jetzt nur noch diesen Grasgestank in der Nase. Hast du das schon mal gerochen, wie das riecht? Ja. Echt? Ja. Also nicht bei mir. Ich kenne es ja auch nur aus Erzählung, wie das riecht. Eher von Leuten wie dir. Also. Okay. Ja, the dark side of the moon. Kennen wir alle. Also, jetzt schauen wir uns die geilsten Koi hier an. Und bist du gespannt? Ja, hast du schon qualitätsmäßig irgendwas gesehen? Ich habe jetzt noch viel von der Großen gesehen gehabt. Ja. Ich denke, an der Tosai kann man nicht so viel abschauen. Aber vor was ich äußersten Respekt habe, vor deiner Freundin, die wirklich oben saß, wie angewurzelt und 1,5, 2 Stunden nur darunter geschaut hat,
Ich habe das schon oft mitgemacht, ja, und irgendwann sind sie zapzerab weg. Ist so. Ja, das ist gut so. Ja, und Akimoto hat noch die Geschichte erzählt. Man kann mit Tsukoshi da rechts in den Wald rein. Da war ich, ja, Tim hat es erzählt, aber hat wahrscheinlich sich wieder in ein Netz aus Lügen verstrickt. Und dann bin ich früher immer im Wald gestanden, habe da raus fotografiert, um gute Bilder zu schießen. Und heute erzählt er mir, habe ich mich immer gewundert, wie du dich das traust. Da hat so viele Bären. Jetzt hätte ich gerade fast was gesagt. Also, wir schauen uns jetzt hier Fische an. Wir sind dann hoffentlich bald soweit. So, also die Herren tagen hier noch. Noch ein Flüpsche. Das King Chowa durchdiskutiert. Nanitsu de Hanashimasuka. Oh, sie diskutieren darüber, bei wem Chowa, bei welchem King Chowa das Schwarz rauskam, bei welchem nicht. Tim ist auch wieder da. Es war geil, wie du vorher weggeflitzt bist mit dem Marihuana. Die Nummer war so geil. Stimmt, ich bin so schnell gerannt. So. Zenbu kai mashita? Kaeri mashita? Also sind alle zurückgekommen. Hier hinten werden gerade Dosterno Boru Futatsu. Ah, Shashin Toru. Ah, ich habe mich gerade gewundert, warum die zwei Messwein haben. Aber in der hinteren werden heute die Bilder geschossen. So, wenn das Flüppchen runtergebrannt ist, dann geht's hier los. Moin, moin, Dide. Moin, moin, Dide. muss noch. Nani? Also, wenn Sie Lippen lesen können, dann haben Sie. Moichi, moichi do? Also, er muss Wasser lassen. Achso. Moin, moin, Dide. So, und hier haben wir einen Hariwake, der aus der Karashi-Zucht kommt, beziehungsweise noch nicht ganz Hariwake. Ganz leichtes Matsuba hat er noch, Spitzenzeichnung, gute Qualität. Und das ist im Prinzip der Versuch, dem Kuchaku das Matsuba langsam wegzuzüchten. Maiba. Das der Versuch, dem. Der Versuch, dem Kuchaku das Schwarz wegzuzüchten. Und dann hat man einen Hariwake, der gleichzeitig auch Karashi-Blut hat. Hi, arigato. So, hier ein Kinshoba. Kinshoba no Bloodline wa ikutsu aru? Also inklusive Deutsch, Kinshoba, vier Blutlinien, die funktionieren. So, und hier haben wir einen der top interessanten Koi heute 10 cm gemacht, von 70 auf 80. Jetzt ein Deutz, Koyo und Makoto. Er erzählt mir gerade, er will damit Deutze Kohaku züchten. Ob sich Deutz Kohaku gut verkaufen, dann sage ich, also sind sicherlich nicht unbeliebt, aber ein Deutz Koyo ist deutlich beliebter und auch. Dide, chotto matte. Hi. Und ich habe gesagt, der Deutz Koyo ist deutlich einfacher und wahrscheinlich auch beliebter. Und jetzt sind sie gerade am Überlegen, wie sie mit dem Tier auch Deutz Koyo weiterzüchten können, weil es ist ja nicht nur die Mutter, sondern auch der Vater. Man kann sie ja nicht mit einem ihrer Brüder verpaaren, kann man, aber das Ergebnis wird schlecht sein. Und ja, bin gespannt. So, Deutz Koyo zu Kuritai. Arigato. Ah, also, Sie werden in Futsu no Ochibade. Deutz Ochiba? Also, Sie werden ihn mit dem normalen Ochiba kreuzen. Reine no nigashimasu. Ich habe gesagt, das Ganze bitte gleich nächstes Jahr.
So, hier wieder ein Haribake aus der Kutschakublunin in meine Schaschin. Sie werden jetzt vielleicht hier und da erschrecken und denken, um Gottes Himmels Willen, wie sehen denn die Elterntiere aus? Es sind potenzielle Elterntiere und schon 100-mal im Modern Koi Blog erklärt, man muss unterscheiden zwischen Phänotyp und Genotyp. Und der Phänotyp ist das, was wir hier sehen, das ist vielleicht nicht schön, aber das, was genetisch in ihm steckt, das ist das, was Züchter interessiert und mit dem sie dann arbeiten. Karashichi haite nai. Demo tono kotori no tame ni wa chuu yo. Also, hier haben wir einen. Also, hier haben wir einen Goromo, der vielleicht mal als Elterntier hier in die Dienste der Farm geht. Und Makoto sagt, das Besondere an ihm ist, es ist ein Goromo ohne Karashi-Blut, aber trotzdem einer sehr guten Körperform und auch einer guten Qualität. Und vor allem muss man auch immer dran denken, wenn alle Karashi-Goromo miteinander verwandt sind, braucht man irgendwann auch wieder Tiere, die man einkreuzen kann mit einem geringeren Verwandtschaftsgrad. Und die hier, Modoste. Als nächstes haben wir einen Ojiba hier unten in der Mitte. Schauen Sie selbst auf die Größe. 73 auf 86, 73 cm. Und das, obwohl der Koi im sechsten Jahr ist. Was ist das bei Ihnen? Also geiler Körper, geile Qualität. Und da ist ein Shimi. Sehen Sie das? Sie sehen das. Ja. Und Karashichi Haiteru? Haite nein, ne? Also, er hat auch Karashi-Blut und 86 cm, 6-jährig ist ein Trauma. Es geht natürlich auch schneller, aber völlig ausreichend. Itsukara Kodorio Steides. Immer Iranai. Also, durch das, dass momentan noch genügend Elterntiere da sind, wird er wahrscheinlich noch 2 Jahre warten, bis der gezüchtet wird. Und der Körper kann da was überraschen, ne? So, und hier haben wir einen Kutschaku, wo Sie sich jetzt fragen, wieso ist sowas Elterntier? Und da sind wir jetzt wieder genau an dem Punkt. Er hat ein ganz altes Kutschaku-Blut, ist keine reine Kunishi-Linie, auch von Kunishi gezüchtet, kein Karashi-Blut drin. Und genau das braucht man dann irgendwann mal wieder, um ihn mit dem Karashi-Kutschaku zu kreuzen. Und glauben Sie mir, die Zucht muss man von ganz vielen Faktoren her sehen. Doko de kaimashita? Doko de kaimashita? Jibun de tsukuta? Ich habe ihn gerade gefragt, wo er ihn gekauft hat. Dann hat er nur geraunzt. Also, Konishi Shoba, schauen Sie das Rot, das Schwarz, die Zeichnung. Body, 4 Jahre, immer Jonsei, ne? 5 Jahre und 78 cm und von aller feinsten Qualität. Itsukodori Yote deska? Ninenato. Also auch er, 2 Jahre später. Aber wenn ich mir jetzt mal überlege, ich war 2019 das letzte Mal hier dabei, bei Mitsukoshi Ikeage, danach ging es ja nicht mehr. Und da hieß es dann auch, in 2 Jahren, dann müssten eigentlich schon einige der Tiere mittlerweile gezüchtet worden sein. Ichiban Itogoro wa Shitsu, ne? Ichiban Itogoro wa Benishitsu, Sumishitsu. Sumishitsu wa... Amari yokunai. Benishitsu wa ii. Also, Makoto ist wie immer ehrlich, er sagt, die Rotqualität ist Weltklasse, schwarz geht so. Karadamo mama, ne? Also, Körperform ist ein bisschen zu rund. Aber schauen Sie sich das Rot an, wenn wir das mal auf Showa haben. Genial. So, und wenn wir schon bei Haribake Koyo, Deutz Koyo sind, dann hier das nächste Teil. Aus einer Karashi Shusui Zucht kommt dieser, ja nicht Shusui, sondern jetzt auch Deutz Koyo.
hat ein ganz paar kleine Schimmi, aber braucht man immer viel Fantasie, um zu wissen, dass genau so die Entwicklung neuer, starker Blutlinien entsteht. Karashi-Blut drin, Riesenkörper und im Prinzip dem Shusui dann das Schwarz weggezüchtet und das Rot ein bisschen heller. Den Koi kann man jetzt Nanotamini zu Kaukotogategidu, Ano Doitsukoyoto. Deutsch Ochiba, Deutsch Kohakuto, Shusui, Toka, Anochiba, Huntunii. Also, den kann man für alle möglichen Züchtungen gebrauchen. Hat einen super Körper, 4 Jahre, 4 Nanachi und Senshi. Ah, 72 cm, tolle Qualität. Einfach ein Allrounder. Das ist der, ne? Allrounder. Allrounder no Yagoi. Alter, geh ich mal ausschlafen. Also, Makoto hat gerade schon mit seiner Geste gezeigt. Korewai! Ja, hier ist es jetzt in der Mitte. Maiwa, Nanani, Nanahachi. 6 cm. Und das ist Benikuchaku vom allerfeinsten. Nansai? Gosai? 4 Jahre alt. Mame was überraschi, ne? Ikimasu! Körperform, super. Ichiban itokoro wa? Schütze. Also Körperform und Mame, Shitsu, alles tippitoppi. Und das ist in Zukunft eines der Tiere, wo sie dann Babys von kaufen können. So, und hier ein 9 cm gewachsenen Ochiba, aber der jetzt für mich nicht so spannend aussieht. Hontoni omoshiroi koi wa nai desu. Moyo wa tsumaranai. Also die Zeichen ist langweilig, karada wa ii, ne? Und die Körperform und die vor allem Qualität, sagt er, ist super klasse. Demo shitsu wa no mukashi no type, ne? So hontoni akai wa nai. Also ist nicht der moderne rote Typ, sondern der dunklere Typ, aber man darf sich jetzt auch nicht das mit der Koi-Zucht so vorstellen. Jukuri. Hi. Wide. Hi. Zappel nicht rum hier, du bist nicht der Zappel-Philipp. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass nur rot, 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 rot Ochiba dann wieder rot gibt, sondern auch das führt dann relativ schnell zur Inzucht. Da muss man dann schön mit Gefühl vorgehen und immer mal wieder was einkreuzen. Ano, Soraga, Sugoi, ne? Ich mag das Grau sehr gerne. Yep. 5 Jahre, 84 cm. Und schauen Sie diese Mame an. Wow, Mame war super schön, ne? Wie ein Kettenhemd. Ich bin Itokoro wa Karada, ne? Aber da also, Körperform und Mame sind das stärkste Kriterium. Und ich verspreche Ihnen, bevor ich in Rente gehe, werden wir noch Kuchaku haben, wo das überall der Standard ist. Wenn ich mir überlege, die letzten 20 Jahre, wo sein Vater angefangen hat mit Kuchaku, bis heute, das ist Wahnsinn. Und wenn das so weitergeht, und es geht sogar eher noch schneller voran, weil er heute mit sehr viel mehr Blutlinien auf einer sehr viel größeren Farm gearbeitet wird. Und das wird schon geil. So, und jetzt haben wir einen richtig roten Ochiba. Nein, sind Sie gut nachgemacht? Tschüss, immer Yonsei. 4 Jahre, 81 cm. Und ich verspreche Ihnen, die Zeit wird kommen. Da werden sich die Leute die Finger lecken, wenn sie einen Konishi Ochiba dieser Qualität und Körperform bekommen. Das sind mega geile Tiere. Tim ist großer Fan davon. Wirklich. Anatamo an Ochiba ga daisuki, ne? Anatamo? Mama. Also Akimoto Mama, Mama. Ich finde die einfach nur geil, wenn die so groß werden. Und ich sage Ihnen ehrlich, jetzt, nachdem ich, also vor Corona waren die noch deutlich kleiner. Und wir hatten auch schon große, aber die Anzahl an großen, geilen Ochiba mit solchen Körpern, die hat einfach zugenommen. Und ich finde es einfach nur herrlich. Ichiban itokoro wa? Ja? Shitsu to karada. Moyo wa Mama.
Ich habe gesagt, die Zeichnung, also Körperform, Qualität ist Weltklasse, dann sage ich, und die Zeichnung ist, und geht so. Und dann hat er gesagt, spielt keine Rolle. So, und dass wir auch am Thema Varietätenvielfalt noch ein bisschen schrauben hier im Traum. Sanke, weiblich, Nan Senji. 5 cm gewachsen auf 74, jetzt immer Yonsei, ne? Ah, immer Hachichu. Kono Hachichu Sama. Also 74 cm Gosai. 5 Jahre und Traumqualität. Zeichnung geht so, Körper ist auch okay. Jiban Itokoro wa Shitsu. Shitsu Karata Moyo, ne? So, und wie verrückt die Koi-Zucht in Wirklichkeit ist, erfahren Sie jetzt. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Dieser Asagi, den Sie Kawari Asagi nennen, kommt aus der Karashi-Shusui-Zucht. Und das heißt, und das hat Akimoto gerade gesagt, Doitsu cross Doitsu war goides. Und da sieht man, wie wenig reinerbig die Koi am Ende sind. Zwei Deutsche machen einen Wagoi, aber das macht es jetzt natürlich auch wieder interessant. Ano Oe, Marco Koe. Das war jetzt das Unhöflichste, was man sagen kann. Ich habe jetzt gerade gesagt, hey, komm her. Aber das ist natürlich Spaß. Ano, sono Kawari Asagi no Gakete, nani o tsukuru koto ga dekiru? Oi. Asagi, Nanashi. Ah? Und Goromo kann man mit sich so ano osno kohaku to isho ano Goromo ga deru. Also wenn man ihn jetzt mit einem männlichen Kohaku kreuzen würde, dann kommt wieder Goromo raus und jetzt kommt wieder genau das, ich erwähne es immer wieder, dann hat man ganz 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 gesunde Blutlinien, weil die von so vielen Seiten Blut haben. Kono dono kotori kara kimashita? Hai, Shusui Cross. Meshu wa Shusui. Weibchen waren Shusui, Os wa Deutsch Karashi. Karashi Shusui mitai. Hai. Shusui janai kedo. Sancho Shirobushi mitai. Also, der kam aus einer Zucht, wo das Weibchen ein Shusui war, das Männchen ein Kawari-Shusui war, wo aber auch Karashi-Blut mit drin war. Soru wa Karashi-Chi haiteru. Ja. Und einfach was ganz, ganz Außergewöhnliches. Seitlich ist es ein bisschen dunkel, das ist aber auch nicht schlimm. Demoshitsu wa Subarashi, ne? Itsu kotori yo yaru yote desu? Ninen ato? Reinen? Ninenato. Immer Nansei? Also, er ist jetzt 4 Jahre und 74 cm. Aremoi, ne? Also, über den haben wir jetzt genug geredet. So, und hier haben wir einen ganz, ganz geilen Kinshoba. Elterntier Nansenji. 75. Nansei? Go. Yonsei. Yonsei. 75 cm, also 4 Jahre. Dafür ist es brutal. Schauen Sie den Schwanzansatz an. Kojimas Händchen, Däumchen dagegen. Moin, moin, Dide. Moin, moin, Dide. Dide. Jetzt fangen Sie alle an. Dide. Dide. One more time. Moin, moin, Dide. Dide. Das ist hier der Running Gag jeden Morgen. Moin, moin, Dide. Also, zurück zu dem Fisch. Mega geil, geiles Rot. Ichiban Itokoro wa Karada, ne? Karada wa Kanpeki. Also, die Körperform ist super. Benishitsu moi. Demo chotto nakushita, ne? So, ne? Also, Rot hat ein bisschen verloren. Sumishitsu moi. Nan, demo i. Ano, atama no hikari wa amari yokunai, ne? Hikari wa chotto warui. Demo atama no okisa wa sugoi. Also, der metallicfarbene Glanz am Kopf ist nicht so super, aber dafür ist der Kopf riesig. Tim ist sprachlos, darum verschränkt er auch die Arme.
Okay, immer schon. Also, ich hätte jetzt gerne noch weiter geblockt, aber er macht Theater. Wir müssen zurück. Und jetzt können die Jungs hier weiterarbeiten. Hontoni domarigato gozaimashita. Sauber arbeiten, Christian, ja? Dass wir da keine Beschwerde kommen. Aber du schaffst es. 84 cm. 84 cm Platinum Ogon Karashichi heute nein, ne? Nein. Und das geht auch ohne Karashi-Blut. Und wir machen jetzt die Düse. Hi, arigato. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.